Hallo, herzlich willkommen zurück bei SnowRunner oder zu SnowRunner oder wie auch immer. Ich habe mich entschieden, ja, diese Folge wird nervig, das kann ich euch schon mal versprechen. Wir werden tatsächlich mit diesem Gerät zurückfahren, wir werden die Holzplanken da drauf laden. Das muss doch gehen, oder? Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher, ob das geht. Wir werden sehen. Ja, und dann werden wir die Holzplanken da drauf geladen haben. Uiuiui. Oh, Vorsicht, 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 bitte. Wenn wir die Holzplanken da drauf geladen haben, dann fahren wir in das andere Gebiet mit unserem Truck. Wir müssen nur wie immer erstmal wenden in 18 Zügen. Ich sag mal, ich verstehe die Logik des Lenkens hier für den Anhänger, aber ich. Es ist wie mit manch anderen Dingen. Ich verstehe dann einfach nicht, was ich machen muss. Es ist wie die Logik beim. Hier, wie heißt das andere Spielchen nochmal? Motorsportmanager. Ich verstehe, was Abtrieb bedeutet, also was das mit dem Abtrieb so ist und so. Wir fahren einfach hier durchs Grün. Grüne weiter. Ah, na, komm schon. Nee, 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 nee. Jetzt nicht hängen bleiben. Come on, nicht hängen bleiben. Warte mal. Nein. So vielleicht. Ja, komm schon. Ja. Zieh. Wir nehmen auf dem Rückweg gleich auf jeden Fall diese Seite. Genau, also ich verstehe das System sozusagen des Abtriebs, aber es. Das bedeutet nicht, dass ich auch danach den Wagen einstellen kann. So ähnlich geht es mir hiermit auch. So ähnlich geht es mir mit dem Spiel hier auch. So, schauen wir an. Da haben wir das geschafft. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Wo geht es denn jetzt hier nochmal lang zum. Das sind ja die Stahlträger. Wir brauchen die hier. Das heißt, wir müssen. Wir können jetzt hier direkt links fahren. Ah, das ist. Ja, genau, links fahren. Und dann die nächste wieder links und dann direkt wieder rechts. Okay. Ja, wird heute wahrscheinlich die ganze Folge brauchen. Vielleicht wird es auch noch die nächste Folge brauchen. Wer weiß das schon. Aber wir haben ja nichts anderes vor, ne? Nachdem wir jetzt beim letzten oder vorletzten Mal entdeckt haben, dass die Map einfach riesig ist. Naja, gut. Also von wegen Michigan ist mal eben gespielt. Ich glaube, ich hatte vorher auch noch gefragt, ob das für euch eine Tutorial-Map ist. Ist halt völlig klar, an der Stelle ist es dann wahrscheinlich nicht mehr. Es hat wahrscheinlich eine vollwertige Map, wie alle anderen auch. Crank, crank, crank. So, einmal rein hier den Lachs. Uiuiui, uiuiui. Da ist das Sägewerk auch schon. Wir müssen ja nachher wieder hier hoch. Das wird richtig spaßig. Oder. Oh Gott, der Anhänger hüppelt aber auch wie ein. Wie eine Bergziege. Um mal wieder was von Ziegen zu sagen. Ja. Der Teil hier der Map ist wirklich noch anfängerfreundlich. Jetzt haben wir das Problem tatsächlich, dass wir das andere Teil nicht loswerden. Wow. Wow. Ja, das macht gar nichts.
Holzplanken. Wie lösen wir das Problemchen jetzt? Wir lösen das Problemchen, indem wir jetzt mal hier hinten rüberfahren. Das ist natürlich blöd, dass man das jetzt nicht ausladen. Also ich verstehe schon den Sinn, dass man das nicht kann oder sollte oder so, aber ich finde es auch blöd tatsächlich gerade. Wir machen Folgendes. Wir lösen den Anhänger, bergen unseren Truck. Wollten den ja sowieso individualisieren. Entschuldigt bitte das Husten, es ist einfach... So, Hinterradantrieb. Wir haben jetzt hier den Allradantrieb gefunden, oder? Umschaltbar. Ja, hier, montieren. Ist doch richtig schön. Nicht nur den Hinterradantrieb, sondern Allradantrieb. Ist, glaube ich, immer besser, oder? Wir können auch einen Schnorchel... Ach nee, wir sparen uns das Geld mal, weil wir brauchen das Geld jetzt. Lass mal kurz gucken, ob wir hier was anderes haben. Federung, Reifen. Was macht denn da jetzt den Unterschied eigentlich? Also, ist das nur das Felgenmuster? Oder gibt es noch begründete Unterschiede? Nee, ne? UHD 2, 3, das ist ja völlig egal, oder? Ja. Weil ich kann ja auch so kaum sehen, was da der Unterschied ist. Also. Und hier macht es auch keinen Unterschied. So, Binde. Differentialsperre haben wir. Ersatzrad haben wir noch, ist noch gesperrt. Schnorchel könnten wir nochmal machen. Dann würde der wahrscheinlich nicht so schnell abtauchen, oder? Dieser kurze Rundkappenschnorchel verhindert das Eindringen von Wasser in den Motor bei Flussüberquerungen und Motorfahrten. Ja, ist jetzt nicht. Ist jetzt, glaube ich, nicht das Wichtigste. Oh, was ist das denn hier? Krasses. Teleskopkran. What the heck? Holzauflieger-Front. Was? Holzauflieger-Front. Ach, das, da kann man dann Baumstämme machen, ja? Holzverladekran. Pritschenwagen. Warte mal, Pritschenwagen ist doch genau das, was wir brauchen, oder nicht? Kofferaufbau. Oh, wow. Da hat jemand seinen Wohnwagen mitgebracht. Alles klar. Kurzholzaufbau. Wartungskofferaufbau. What the heck? What the fuck? Warte mal. Pritschenwagen. Pritsche für Frachttransport. Aber ich finde das halt richtig krass doof beschrieben. Da kann ich doch zwei Sachen drauf tun, oder? Sattelkupplung hoch. Gratis und Sattelkupplung niedrig. Okay, wow. Dann. Aber was nehme ich denn jetzt hier? Pritschenwagen oder Pritschenaufbau? Oh, ist das egal. Warte mal. Dann nehmen wir mal das hier. Dieses Teil passt auch zu anderen Trucks in deinem Besitz. Schön. Nehmen wir das mal. Verlassen mal die Werkstatt damit. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Das ist wahrscheinlich Quatsch, oder? Obwohl, warte mal. Ich muss das Spiel ja echt noch lernen, ne? Das hier ist doch das Sägewerk. So, und da haben wir doch was? Da haben wir einen Pritschenanhänger. Pritschenanhänger. Ah ja, genau. Da haben wir einmal Ziegel drin und einmal Holz. Verstehe. Das ist halt richtig doof, ne? Ist halt richtig, richtig doof. Wir probieren das mal mit diesem Pritschenwagen jetzt hier. Ob wir das damit hinkriegen.
wir da jetzt die Holzplanken draufladen können, zwei Stück. Und wenn das geht, ist gut. Und wenn nicht, portieren wir uns einfach wieder zurück. Wir haben ein bisschen gepimpt, den ganzen kleinen Laster hier. Und ich finde, wir brauchen hier für ihn noch einen Namen. Da haben wir ihn noch keinen Namen. Er heißt eigentlich Fleetstar. Oder so. Fleetstar F. Wir könnten ihn Flügge nennen. Nennen wir ihn auch Flügge. Das fängt auch mit F an. Und Flügge bedeutet ja auch sowas wie... ja, mobil werden, von zu Hause weggehen und so. Und ich finde, es passt irgendwie schon zu diesem Ding hier. Also, dass wir da wirklich auch ordentlich unterwegs sein können. Also, ist natürlich schon auch cool. Wenn da jetzt die Holzplanken drauf passen, ne, dann weiß ich aber auch nicht. Dann ist der schon richtig gut. Ich muss mir überlegen, ob ich vielleicht diese erste Karte, diesen ersten Kartenabschnitt einfach erstmal zu Ende spiele, bevor ich dann den zweiten, nächsten mache. Andererseits, wir brauchen ja auch irgendwie die Upgrade-Teile und wir brauchen auch irgendwie die Wachtürme. Oh, 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 nicht jetzt stecken bleiben. Oh, nee, komm jetzt, echt jetzt? Bleibst du jetzt nicht stecken hier, oder? Genug Schwung geht's. Ja, genau. Manchmal muss man nur ein bisschen Schwung holen. Und dann geht's auch schon wieder. Und da vorne ist ja eh schon wieder ruhig. Und dann kommt auch schon Asphalt. Hervorragend. Also bei Way of the Hunter löse ich das Problem in Anführungszeichen damit. Guck mal, hier steht auch noch einer. Löse ich das Problem damit, dass ich das so aufteile in so eine Triage. Also einmal erkunden, Map erkunden, dann spezifische Missionen machen und das dritte ist, ich weiß gar nicht, bestimmte Jagden, glaube ich, machen. Vorsichtig. Hier raschelt es immer irgendwie im Gebälk. Oh, wait. Ja, hier geht's zur Sägemühle. Ich wusste es doch. Das könnten wir auch so ein bisschen so versuchen. Also, dass wir einmal für die Wachtürme gehen und die Upgrades. Und dann beim nächsten Mal... Oh, vorsichtig bitte. Und dann beim nächsten Mal für bestimmte Missionen oder so. Und dann spielt man das, also im Abwechselnd, dann spielt man das einfach so lange, wie man dann eben braucht für die eine oder andere Mission. Jetzt bin ich mal gespannt, vielleicht hätte ich einen Schnorchel noch kaufen sollen. Okay. Uiuiui. Das ging ja nochmal gut. Ich glaube, durch die erste Aktion mit dem Anhänger... Also, so von der Spielelogik her würde ich sagen, komm, es macht doch mehr Sinn, mit dem Anhänger dann irgendwo hinzufahren und den zu verkaufen. Wenn jetzt so wie hier zum Beispiel das Sägewerk, das ist ja ein Teil des in Not geratenen Landstriches, die dürften doch eigentlich nichts dagegen haben, wenn wir sagen, komm, wir laden uns einfach mal eben, wir laden jetzt an die Holzstämme da auf und laden die Ziegeln kurz mal ab. Wir können die Ziegel ja auch wieder abholen kommen später. Ja. Ach, come on, really? Ach so. Alles klar, ich hatte kurz einen Schweißausbruch. Aber jetzt ist alles super. Na gut, hervorragend. Dann hat das funktioniert. So, denke ich mir, werde ich den Anhänger wahrscheinlich einfach verkaufen, damit ich das Problem los bin.
Oder er bleibt halt so lange da stehen, bis ich irgendwas machen muss mit Ziegeln und Planken. Ja. Müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir erstmal da hochkommen zur City. Aber ich glaube, das ist nicht so schwierig, denn das haben wir ja schon mal geschafft. Könnte sein, dass das ein bisschen Zeit braucht. Auch ein bisschen Anlauf und den einen oder anderen Baum. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, guck mal. Sind wir nämlich auch schon in der City. Müssen wir nur noch an dieser einen Stelle vorbeikommen zum Portal und dann sind wir eigentlich gar nicht so schlecht. Und wir sind noch gut in der Zeit. Dann fahren wir gleich mal hier lang, um nicht so oft hin und her zu schwenken. So. Wasser bei der Straße. Anstatt das Wasser wegzumachen, stellt man eher ein Schild auf. Ne? Nein. So, jetzt einmal mit Schwung hier schön außenrum. Oh, no way, come on. Warte mal, wir haben jetzt Einradantrieb. Ja, hab ich total vergessen. Ist das nice? Super Tipp, wer auch immer das war. Ihr wisst ja, ich nenne keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob ihr das wollt. Aber hier, super Tipp zu sagen, kauft ihr Allrad. Wichtig. So, im Grunde genommen, jetzt nur noch irgendwie... Oh Gott. Nur noch ist gut, ne? Wenn ich nur noch sage, dann ist meistens auch schon vorbei. Nur noch zum Portal. Kann nicht so weit weg sein. Allerdings weiß ich gerade den Weg nicht. Ich glaube, hier bin ich auch nie hergefahren, oder? Ne, tatsächlich nicht. Also, was haben wir hier? Was ist denn das hier? Ist das nicht auch irgendeine... Das ist doch bestimmt ein geheimes Geheimlager hier. Anhängershop. Wir fahren geradeaus. Wir fahren einfach nur geradeaus. Okay, gut. Gut schön. Ich habe leider ein bisschen Schwung verloren. Aber... Sieben Liter die Minute. Da muss ja einen eigenen Tanklaster hinten dran haben, damit das funktioniert. So, Schilder haben wir auch weggemacht. Zum Glück werden die Schilder wieder aufgestellt. Wenn man das Spiel neu lädt, werden Schilder wieder neu aufgebaut. Das finde ich super. So. Einmal in den Tunnel und ich trinke mal an meiner Mate. Mio Mate, lecker, lecker, yummy, yummy. Nicht schlecht. So. Das war jetzt unser Weg. Momentchen mal. Das können wir jetzt alles löschen, weil wir ja gar nicht mehr zur Holzstation müssen. Sondern wir müssen ja eigentlich nur direkt hier zu dem hin. Das bedeutet... Ja, was bedeutet das? Wir fahren nicht hier lang. Wir fahren hier rechts lang. Fahren bis hier runter und dann links. Ihr seht, ich markiere nur die groben Richtungen und dann sind wir auch schon da im Grunde genommen. Ne? Also hier lang, da lang und dort. Hervorragend. Was? Irgendjemand macht immer die Handbremse an.
End County. Oh, hab's nicht lesen können. Na, naja. War ein bisschen schnell. So, hier ist nicht so viel Wasser, das ist okay. Da kommen wir durch. Offensichtlich merkt er sich für jede Map eine unterschiedliche Mission. Das heißt, die Missionen können wir nicht mapübergreifend mitnehmen. Muss man sich halt so dann merken. Also, Flügge macht's. Flügge ist unser Mann, würde ich mal sagen. In dem Fall unser Auto oder Motor. Aber ist auch krass, dieser Pritschenwagen hier ist ja richtig gut. Ich meine, da braucht man ja gar keinen Anhänger. Warum schlüre ich mich ja mit Anhängern? Das ist ja nur umso anstrengender, ich meine. Gut, wenn man jetzt zwei Stahlträger hat, ja, dann ist natürlich klar, dann nimmt man diesen großen Tieflader. Auflieger. Aber hier für zwei Holzstämme? Pff, easy. Also ich finde, das ist alles nicht in einem guten Zustand. Ja, ich glaube, dieser mischigen Abschnitt Land wurde ewig lange vernachlässigt. Weiß man jetzt aber auch nicht genau, was man davon halten soll, ne? Wir sollen jetzt mit Vollkracho rein. Rum, um den Schlamm, Tümpel, hervorragend. Allradantrieb, Allradantrieb ausgeschaltet. Differentialsperre, Diffsperre. Naja. Cool, also ich muss mal wirklich sagen an der Stelle, ich weiß nicht, ob hier überhaupt noch gerade jemand zuschaut, aber wenn, muss ich da mal sagen, ich mag das Spiel wirklich gerne, es ist richtig gut. Ich verstehe die Faszination. Und ich hätte das nicht gedacht, also ich habe mir ein paar Videos angeguckt, habe mir jetzt auf die Wunschliste gepackt, habe gedacht, nee, das ist einfach Quatsch, warum sollte ich da durch den Matsch fahren, das ist doch Quatsch, das macht gar keinen Sinn und macht auch keinen Spaß. Und jetzt, ja, seht ihr hier schon... 12. Folge oder was? Ja, 12. Folge ist schon. Macht einfach übelst Laune. Und entschleunigt, ja. Und spielt mit deiner Geduld und deiner Frustrationstoleranz. Und ach, ist doch toll. Ein bisschen wie bei Dark Souls. Ein bisschen wie bei Dark Souls. So, guck mal, da sind wir jetzt dann auch schon wieder. Damit bauen wir jetzt eine schöne Brücke, hoffe ich. Und ich sag mal, wehe. Das ist jetzt nur so ein halb Matsche Getümpel. Dann werde ich aber sauer. Gute Arbeit. Schau dir die schöne Brücke an. Tausend Dank. Ernsthaft jetzt. Welche schöne Brücke, bitteschön. Das ist doch Quatsch. Ist doch gar nichts schön dran. Na gut. Dann packen wir jetzt hier mal. Fahren mit Monster weiter. Was? Bergziege, Monster und Flügge. Naja, gut. So, Truck wechseln. Und neuer Truck. Wir müssen aber mal ganz kurz gucken, was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Wir fahren rüber und erkunden, oder? Vielleicht kriegen wir diesen Turm hier noch. 800 Meter, das ist ja eine ganz schöne Hausnummer. Aber ich sag mal jetzt hier, den Weg da zu dem Fass machen, macht für mich fast
keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, wir hampeln hier so ein bisschen noch im, ich will nicht sagen Tutorial-Modus, aber im Level-1-Modus. Ich nehme halt einiges im Voraus auf, ne? Sonst würde ich sagen, sagt mir doch mal Bescheid, was ihr jetzt davon haltet, was ich als nächstes machen sollte. Oi, 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 langsam fallen bitte. Ja, aber warum nicht das Spiel erkunden, so wie ich es richtig finde, ne? Warum immer nach dem Effizienten und so weiter gucken, was ist da der beste Weg? Das macht ja auch nicht so viel Sinn. Ja, einfach so, wie ich kann und Bock habe. Neue Mission, glückloser Angler. Man sagt, Angeln wäre Entspannung pur. Außer natürlich, man schafft es irgendwie, seinen Truck zu verlieren. Hilft dem Kerl, seine Maschine aus dem Fluss zu holen, damit er auch nicht weiter, damit er mich nicht weiter vollheult. No. Haus des Fischers Chevrolet. Oh, mit Bergzigaretten. Oh, da hinten. Naja, wir sind ja jetzt erstmal dabei, hier ein bisschen zu erkunden. Also jetzt nichts, was wir jetzt heute machen werden. Aber eine Bergziege hier reinziehen ist sicherlich nicht das Problem, ne? Schauen wir mal. So, hier haben wir nochmal eine Einfahrt. Wo geht's hier lang? Quasi nur auf die Rückseite des Lagerhauses. Das ist jetzt auch nicht so richtig spannend. Gab es hier nicht noch ein... Hier war doch irgendwo noch so ein Upgrade-Teil, genau. Ah ja, stimmt, da mussten wir da oben rum. Wir könnten auch das noch versuchen. Ja, nee. Ich ziehe gerade auf die Uhr. Wir haben noch 5 Minuten. Ich glaube, da gucken wir einfach mal, dass wir möglichst nah an diesen Turm reinkommen. Und machen nächstes Mal mit dem Turm weiter. Beziehungsweise ich werde mir mal überlegen, ob wir nicht auf der ersten Karte zumindest noch ein paar Sachen versuchen, bevor wir... Das klingt so, als würden hier Steine runterfallen. Da habe ich natürlich was dagegen. Wir fahren die Hauptstraße weiter. Also das, was mal Hauptstraße war vielleicht. Genau, also ich überlege mir mal, ob wir nicht auf der ersten Karte nochmal starten. Und da zumindest mal ein paar Missionen noch abarbeiten. Ja, und dann vielleicht auch wirklich nochmal überlegen, nochmal andere Trucks kennenzulernen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, wir hätten wahrscheinlich da hochgemusst, ne? Naja, wir schauen. Also ihr könnt natürlich trotzdem was, auch wenn die nächste Woche noch voraufgezeichnet sein wird, könnt ihr natürlich trotzdem gerne was schreiben. Wie ihr denn denkt, was sinnvoll ist zu tun. Oh. Really? Hier ist ja mehr als nur, dass die Straße kaputt ist, passiert, oder? Ich meine, die ist ja eigentlich weggefetzt hier. Eieieiei. Wie sieht das auf der Karte aus? wir klicken mal eben kurz hier irgendwas an. Hallo? Kann ich hier besser nämlich gucken. Oh, guck mal, das sieht gar nicht so schlimm aus, ne? Vielleicht komme ich doch noch zu dem Leuchtturm hier. Das war ja wild. Weil ich heute, als ich angefangen habe aufzunehmen mit der ersten Folge, das war dann für euch Folge 7. Ach, Hallöchen, wer bist du denn? Britschenanhänger mit... Was hast denn du geladen, Junge? Hä? Was hast denn du geladen? Der Britschenanhänger hier. Nee, nicht den, ich will den anderen. Okay, warte. Mal ein bisschen weiter wegfahren. Britschenanhänger, 2x Werkzeuge nehme ich mal an. Okay, schon mal gut zu wissen.
Den können wir ja eigentlich auch mitnehmen und den können wir auch verkaufen. Also das ist natürlich mega nice, dass wir einfach die Dinge verkaufen und nur noch das kaufen, was wir brauchen. Also, ich sag mal, so wie bei mir jetzt hier mit dem Pritschenkasten, war gar nicht mal ein Anhänger, aber irgendwie ein Aufbau aufs Auto. Das ist schon natürlich richtig nice, ne? Ja, guck an. Von wegen, wir kommen da auf jeden Fall hoch. Aber nicht mehr heute, nicht mehr in dieser Woche. Ich sag mal wieder, vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß hier und seid nicht allzu frustriert beim Zugucken. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut und fahrt vorsichtig, ne? Bye, bye.